Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind in Alpha 5. Problem. Ich hoffe, er hat die Welt importiert, aber irgendwie hat das mit dem Spieler nicht so ganz geklappt. Wir stehen mitten in der Nacht, mitten in der Pampa und müssen jetzt mal gucken, dass wir zu unserer Hütte zurückkommen. Ich hoffe, die Hütte gibt's auch noch. Sonst, ja. Keine Ahnung. Ja, Alpha 5 ist draußen. Sehr schön. Wir gehen einfach die Straße entlang, ne? Ja. Alpha 5 ist definitiv draußen. Und es gab einige schöne Neuerungen. Es gibt einen neuen Zombie, der irgendwie über den Boden kriecht. Fuck you. So, es wird grafisch ein bisschen was gemacht, was die Beleuchtung anging, ein paar Blöcke und so ein Zeug. Und was total fies ist, sind die Köter. Die können jetzt durch ein Block große Löcher durch und können jetzt schneller durch Dreck buddeln und so ein Zeug. Also die haben sie da gut gebufft. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwo was finde, ey. Verdammte Axt, mitten in der Nacht zu spawnen, ist halt auch mega uncool. Bienen gibt's gar nicht nachts. Und ist ja nicht so, dass wir jetzt hier für Munition schwimmen. Ja, das Doofe ist, dass unser toller Bohrer natürlich weg ist. So, wir nehmen den Honig mal mit. Oh, Honig hat. Köter. Verdammt. Ansonsten haben wir ja eigentlich alles in den Kisten. Das können wir ja eh losrollen. Ey, hallo? Boah, jetzt geht er nicht vor. Zombies haben jetzt. Blut, mehr Blut und. Da ist so. Verdammte Axt, ey. Lauf, lad doch nach währenddessen. Kann er nicht, hat keine Munition. Wir versuchen einfach mal, ob wir die Nacht irgendwie überleben, wenn wir durchrennen. Ausdauer, Ausdauer. Boah, nicht stehen bleiben, nicht umdrehen. Aber man ist ja nichts für mich. Wird ja auch bald schon hell. Wir sterben gleich schon. Ne, abbiegen. Und können wir da in einem Haus irgendwie. Das ist ein großes Haus sogar. Vielleicht können wir da uns irgendwie ein bisschen sicher mal gestalten. Hey. Fuck. Ist das. Boah, nee. Du tolle Idee mit dem Haus, Hadi. Echt super. Keine Ausdauer mehr und mega hoch da gerade. Aber. Da ist so ein Kriecher. Das sind die neuen. Ja. Okay, ist es immerhin 5:30 Uhr jetzt. So, ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Also, Ziel irgendwie zu unserem Haus zu kommen. Wollen wir da jetzt rein schon? Oder wollen wir kurz warten? Ja, können wir machen es einfach. Boah, das ist aber eine Strecke. Das schaffen wir lebend gar nicht. Hier, gucken mal. Können wir uns nicht irgendwie ducken? Ja. Ups. Das war ja jetzt nicht so. Wow. Boah, ey, das ist doch nicht normal. Leute. 6:30 Uhr. Komm, werd hell, dass die Viecher langsam werden. Na gut, der Hund, der wird ja nicht langsam. Das ist natürlich Mist, dass das ganze Inventar jetzt weg ist. Wir hatten ja, wow, vor allem eine Latte an Stein noch mit dabei, glaube ich. Das ist das geringste Problem. Ich glaube, das ganz wichtige Zeug, das ist ja alles oben in Kisten verstaut auf dem Dachboden. Ich hoffe wirklich nur, dass das jetzt mit der Welt hier funktioniert hat, mit dem Importieren. Ja, langsam, langsam. 7 Uhr, ey, es ist doch hell. Boah, der Hund geht mir jetzt schon um Keks. So. Okay. Ja, Zombies haben jetzt auch immer Loot dabei. Der Hund zum Beispiel eine Schrotflinte, ja, okay. Ist jetzt nicht so realistisch, aber. Oh, Honig. Ach ja, haben wir schon gesehen. Das sieht neu aus, oder? Können wir uns ja direkt mal. Fupp! So. Wir wollen mal eben das Haus dann noch durchsuchen gehen. Weil das sah schon cool aus dort. Die sind ja jetzt langsam, die Matschrüben. Ich glaube, hier oben kommen wir so schnell nicht mehr hin. In unsere Residenz. Gucken wir mal erst am Auto dort. Ja,
Ja, toll. Ja, Buch mal. So. Es wurde auch was am Jagdmesser gemacht. Oh, dass das Ding noch da ist. Ja, du? Amir. Okay, das ist jetzt unrealistisch, dass er da auf dem Bauch rumliegt. Es wurde ein bisschen was am Jagdmesser gemacht. Das soll wohl jetzt ein bisschen gebalanced worden sein. Wahrscheinlich hat denen das so viel Schaden gemacht. Da haben wir auch direkt schon eins. Aber jetzt lohnt es sich wenigstens mal, die Viecher zu looten. Ja. Denn, was ist mit ihm? Na? Oh, hier ist ja gut was los. Köfferchen. Und den nehme ich mal direkt hier. Zack, Kühlschrank. Okay, ist ja alles relativ uninteressant. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was im Inventar. Stühle. Ja, nehme ich mit. Wasser, okay. Wasser haben wir ja auch, glaube ich, ganz viel noch oben in der Kiste drin. Ich glaube, wir wollten uns sowieso wieder Nahrung suchen. Dann passt es doch jetzt gerade ganz gut. Und dann geht es jetzt aber auch schon ab nach Hause. Und diese Geschichte mit dem Sand, das verschieben wir dann. Mit Sand besorgen. Werden wir aber definitiv machen. Um unsere Betonmauer wieder ein bisschen zu verstärken. Haben wir hier noch eine Kiste. Painkillers, sehr gut. Regal noch irgendwas Interessantes drin. Nö, nö. Shotgun-Shells nehmen wir mit. Gibt es hier oben irgendein... Hä? Kleiner Texturbug, wie es aussieht. Er ist auch nicht mehr ganz so frisch. Er riecht schon ein wenig unangenehm. So, jetzt aber Abfahrt. So, da lang ungefähr. Auto, ja. Schnell ab durch die Mitte. Ja, das mit der Beleuchtung, das sieht man schon, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Auf jeden Fall. Ein Schuss in den Rücken kann auch entzücken. Ja, komm, passt dabei. Metall. Das sieht natürlich auch schnieke aus, ne? Hier so mitten im See, ein Türmchen oder so. Kann man sich gut vorstellen. Hätte ich jetzt eine Schaufel, dann würde ich da wahrscheinlich... Hä? Ja, leere Dose, okay. Neues Item, glaube ich. Zumindest hatten wir das noch nie irgendwie gefunden. Lohnt es sich jetzt etwa Müll zu durchsuchen? Nochmal zwei leere Dosen. Hm, Metall, Metall. Wobei wir ja noch genug Eisen eigentlich in der Stadt haben sollten. In den Kisten. Hä? Was war das? Hä? Keine Ahnung. Richtiger Weg? Ah, falsche Richtung. Okay. Gab es vorher auch Zombies außerhalb der Stadt? Hm. Also ja, gab's, aber sind die da so in der Wildnis gespawnt? Man weiß es nicht. Hopp, 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 hopp. Über Wald und Wiese. Boah, ich hoffe, das ist noch alles da. Stellt euch vor, wir müssten jetzt von vorne anfangen. Das wäre ja katastrophal. Ja, da müssen wir einen Schluck Wasser trinken hier. Für der Ausdauer. Boah. Wieder ein bisschen rennen. Und dann dürfte es auch nicht mehr weit sein bis zur Stadt. Ja, ist nicht mehr weit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich freue mich tierisch. Alpha 5, leider noch kein Stealth-System. Das wird noch ein bisschen dauern. Und genau wie das Schmieden, was sie einführen wollen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Und jetzt steigt die Spannung, ob unsere Mauer noch steht. Jawohl! Schaut euch das an. Ich höre schon wieder die blöden Viecher. Die hätten sie mal rauspatchen können. Ist aber recht ruhig hier gerade. Ich beschwör's mal nicht rauf. Wir gehen mal eben so ein bisschen noch gucken. Weil wir haben ja unser Inventar verloren. Wo bist du? So. Wo nicht? Danke. Wir gehen mal eben in unsere Hütte rein. Hä? Achso, das ist nicht unsere Mauer. Schnauze! Oh, den hat erwischt. Weil wir müssen mal eben gucken, ob hier noch alles einigermaßen haltbar ist. Gehen wir einmal außen rum, würde ich sagen. Ja, was haben die mit den Zäunen hier gemacht? Die haben die ganze Aussicht kaputt gemacht.
Hä? Die lagen aber vorher noch nicht da. Naja, neuer Loot für uns. So, das sieht alles hier noch ganz annehmbar aus, von der Mauer her, von den Blöcken her. Hier ist mal wieder ein Loch, nee. Hier, das könnten wir dann mal reparieren mit dem Wrench, wenn wir denn mal wieder einen haben, denn der ist ja nun auch weg. Was haben wir hier? Okay, ein paar Spikes könnten wir noch machen. Guck mal, dass wir hier den Baum da mal eben mitnehmen und ein paar Spikes da hinstellen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ah, das ist ja toll, wir können wieder alles looten. Oh. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da... Okay, großer Knochen. Boah, was ein Schuss. Zuck. Da plumpst sie auf den Boden. So, was wollten wir machen? Ach, wir wollten den Baum da mal eben mitnehmen. Ah, Landminen. Nein, lieber nicht. Ach ja, die Schrotflinten haben sie übrigens auch gefixt, dass es nicht mehr so leicht ist, mit Schrotflinten Blöcke abzubauen. Ja. Oh. Achso, können wir das Messer mal direkt testen. Wo haben wir es denn? Das immer noch einen One-Hit macht. Ah, aber es sticht jetzt, seht ihr? Okay. Messer stechen jetzt. Das sieht gut aus, ja. Naja, Holz ist es jetzt nicht die Welt. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, die Reichweite wurde ein bisschen vermindert. Ja. Gut, ganz kurz ein paar Spikes dann mal machen. Wo ist es denn? Da. Da, 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 da. Ach, jetzt müssen wir das Crafting hier wieder alles neu machen. Ach, nee. Naja, gut. Sollte jetzt nicht unser Problem sein. Wir kennen ja die meisten Rezepte. So. Ah! Schlawiner. Was können wir mit dem Knochen? Da können wir ein Boneschiff machen. Was ist denn ein Boneschiff? Ah. Cool. Knochen. Splitter. Ja. Okay. Ein paar Spikes eben setzen hier. Zack, zack. Warum ist das denn hier so rötlich, wenn ich darüber gehe? Wird das ersetzt? Nein. Achso, das sagt an, dass er das nicht kann. Nix kann er... ja, lassen wir mal so. Und da auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich höre ja auch schon irgendeinen wieder abspasten. Aber wenn er unser Inventar nicht gespeichert hat... Na doch, das in den Kisten müsste der ja... gespeichert haben, oder? Er hat sich mal direkt unter die Erde gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ups. Ja, und hier ist aber auch kein neuer Loot drin. Das ist irgendwie nur in den Dingern davor. Aber das haben sie ja gut ramponiert da. Drecksäcke. Hopp. So. Das passt soweit. Das war alles auch so, oder ist so, wie es vorher ist. Okay. Hä? Haben wir da einen Block gesetzt? Aber hier gibt es auch wieder was zu looten, oder haben wir da noch nicht reingeguckt? Das wage ich ja zu bezweifeln. War das vorher auch hier so leer? War hier nicht eine Küche? Naja, Hauptsache die Mauer steht, alles andere... Hast du so noch alle... Mit den Schuhen auf die Küche hier. Kartoffelsamen. Oh, Kartoffelsamen. Nimm's. Dann gehen wir jetzt unter die Farmer. Ja. Wird auf jeden Fall auch noch anstehen, uns ein Feldchen zu bauen. Wobei ich glaube... Lass mal da drin für schlechte Zeiten. Zwecks Feld. Wobei ich glaube, dass wir das... unter der Erde machen könnten eventuell sogar. Ich weiß nicht, ob da was wächst. Werden wir dann sehen. Ich schau mal eben hier, weil da unten stand ja auch ein Roller, ob hier auch Viecher stehen. Ne, ist noch relativ sicher alles. Okay. Gucken wir mal nach oben. Ah, unser Zeug ist auf jeden Fall noch da, wie ich das gesehen habe.
Sehr gut, da haben wir noch jede Menge Stein, da haben wir auch noch ein paar Wummen. Da legen wir mal die eine Shotgun zu. Die Shells nehmen wir mit. Ja, wir sind wieder zu Hause. Stoff? War hier nicht auch Stoff? Nee. So, Wasser haben wir auf jeden Fall jede Menge. Das ist schon mal sehr gut. Das Glas nehmen wir mal da raus. Genau wie die Pillen. Weil wir haben ja noch mehr Wasser. Ein bisschen was können wir im Inventar behalten. Ach da, okay. Gläser. Ja, dann tun wir es doch mal wieder da rein. Schade, dass man die nur auf 5 stacken kann. Hier haben wir jede Menge Schrottzeug. Metall, Gläser en masse. Moment, gibt's jetzt... Wenn ich was trinke, gibt's da jetzt Gläser draus? Machen wir's denn? So, 5, 2, 5, 5. Schluck. 5, 2, 5, 5. Nein, leider nicht. Okay. Was haben wir hier? Das war so eine Schrottkiste. Da ist Lead drin. Hier müsste das Eisen drin sein. Ja, genau. Aus Lead kann man jetzt auch irgendwas basteln. Da kommt das rein für die Minen. Penke, das halten wir nochmal. So, also eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Neue Zombies sind immer gut. Aber ist natürlich doof, dass jetzt die Köter... So. Dass die Köter jetzt durch ein Block breite Löcher rennen können. Also finde ich jetzt persönlich nicht so prickelnd. Wir haben zwar ein Messer, wir machen aber trotzdem nochmal eins. Scrap Metal können wir jede Menge... Hä? Das ging doch so, ja. 4 Dosen braucht man für ein Scrap... Für ein Scrap Metal, das rentiert sich ja fast schon nicht. Na gut, was soll's, ne? Scrap Metal Wall, Reinforced Metal Sliding. Reinforced Metal Sliding. Ach, das war dieses, genau. Und daraus kann man ja auch dann wieder einigermaßen lassen. Ach ne, das sind so Wände. Okay. Scrap Metal Tür. Machen wir auch mal einfach. Weil was wir haben, das haben wir. Weißt du, wir brauchen sie zwar gerade nicht, aber können sie vielleicht da irgendwo reinknasteln. Wir möchten uns mal eben eine Spitzhacke machen. Das fände ich ganz gut. Und hier packen wir nochmal ein bisschen Nahrung mit rein. Ach, ich merke gerade, unser Kühlschrank ist ja dann weg. Verdammte Axt. Das ist aber doof jetzt. Nein, wir haben auch kein Holz für eine Spitzhacke gerade, ne? Oh, haben wir einen Baum im Garten? Weiß das einer? Na, komm hier runter. Weil wir könnten da ja auch einfach mal ein bisschen... Sollen wir das Holz mal wegfisten hier? Wir hacken mal dieses Holz weg. Das müsste ja eigentlich... Trotzdem halten. Ich hoffe nicht, dass jetzt alles einbricht. Weil eins reicht uns ja für die Spitzhacke. Und dann gehen wir nämlich in den Keller und ja, das ist okay. Können dann ein bisschen was ausbauen, ne? So. Draußen rasten sie wieder aus. Das kennen wir ja nicht anders von den Kollegen. Old Plywood. Sticks. Also das Eisen müssen wir noch eben holen. Fum. War das hier? Nee. Ach, da hätten wir auch noch Holz gehabt, hätte. Hätten wir gar nicht unser Bütchen zerstören müssen. Ich glaube, 4 Stück waren das für eine Spitzhacke. Machen wir uns direkt eine Schaufel dabei. Nee. Sledgehammer. Sledgehammer? Ach, das ist ja dieser Hammer, okay. Forge Metal, leider Pickaxe. Da ist jetzt bis jetzt noch nichts Neues bei. 2, 3, 4, sowas. 1, 2, 3. Jawohl. Wir sind wieder zu Hause, liebe Freunde. Und gehen direkt mal wieder in unser Kellerloch. Nicht runterfallen. Hopp. Na komm, geh. So. Gehen wir noch eben runter. Zack. 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 Okay. Wir haben ja trotzdem Grundstock für unsere Reise, sage ich mal. Wir haben Munition, eine Schaufel, könnten wir uns nochmal eben basteln. Und dann würde ich ganz einfach mal sagen, dass wir in der nächsten Folge uns Sand beschaffen gehen. Das ganze Zeug nehmen wir einfach mit. So langsam wollen wir auch mal los. Hopp, hopp, hopp. Hier sieht noch alles gut aus.
Auf die alten Tage. Wobei, wir können uns auch noch ein Eisen. Bip. Nee, dann nehmen wir mal eben das Eisen hier raus. Machen uns noch eine Schaufel in dieser Folge. Und danach geht's direkt auch los Richtung Wüste. Ja, Wüste 2.0. Wir haben es ja schon mal versucht. Das war. Ja. Nennen wir es. Hä? Wo ist das Eisen? Da. Nennen wir es minder erfolgreich. Okay. Schauen wir mal hier. Irgendwas Neues. Nichts Neues soweit. Schaufel. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack, 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 zack. Hat sie eine neue Textur gekriegt? Nee. B brauchen wir auch erstmal nicht. Die können wir immer hier rein. Und Pickaxe brauchen wir die Nacht noch ein bisschen durch. Alles klar, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Ja, Neustart gelungen, würde ich sagen. Und jetzt geht's in die Wüste auf Tretminen, um Sand zu holen. Euer Hadi.